Das sind Alex und Sandra. Sandra mag Katzen, Hauskonzerte und Geologie. Ihre Zwillingsschwester Alex mag Quokkas, Heimbäckerei und schnelle Raketen. Alex und Sandra haben ihr Leben lang alle wichtigen Dinge zusammen gemacht. Das wird jetzt anders. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Alex ist jetzt jahrelang mit hoher Geschwindigkeit in ihrer Rakete unterwegs. Sandra bleibt zu Hause und freut sich darauf, dass Alex in 10 Jahren zurückkommt. Was jetzt kommt, könnte euch überraschen. Alex und Sandra überrascht es nicht, denn die haben sich natürlich auf die Mission von Alex vorbereitet. Als die Zwillinge nach der Rückkehr von Alex wieder aufeinandertreffen, sehen sie total unterschiedlich aus. Sandra ist tatsächlich 10 Jahre gealtert. Alex sieht jetzt deutlich jünger aus als Sandra. Sie ist nur 2 Jahre gealtert. Wie die Zeit vergeht, das wusste schon Albert Einstein, hängt davon ab, wie man sich bewegt. Und eine Raumschiffreise nahe der Lichtgeschwindigkeit hält relativ jung. Ein Zwilling, der eine schnelle Raumschiff-Rundreise unternimmt, altert langsamer als ein Zwilling, der währenddessen auf der Erde geblieben ist. Was Alex und Sandra da gemacht haben, ist derzeit noch Science Fiction. Unsere Raumschiffe sind bei weitem nicht schnell genug. Aber in Elementarteilchenbeschleunigern lassen sich solche Zeitdehnungseffekte mit hoher Präzision nachweisen. Einstein hatte auf alle Fälle recht. Und im Sommer 2018 konnten AstronomInnen diesen und ähnliche Effekte bei einem Stern nachweisen, der mit Karacho am Schwarzen Loch im Zentrum unserer Milchstraße vorbeigeflogen ist. Alex würde das gefallen.